dazu. Ja gut, aber man muss es nehmen, wie es kommt. Nee, ich mache heute wollt mal eine ganz verrückte Sache heute hier mal ausprobieren. Ich wollte jetzt mal politisches Kabarett mal ausprobieren. Also nicht aus Interesse. Nee, sondern nur, weil es weit besser bezahlt wird. Viel besser, ja, als Comedy jetzt zum Beispiel. Jetzt habe ich aber nicht unbedingt Erfahrung. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das macht. Und habe jetzt bei YouTube mal geguckt, was die Kollegen, wie die das so machen. Ja, also worauf es ankommt. Dass ich so Tools mir drauf packe. Und Regel Nummer 1 ist, arbeite nie gegen dein Publikum. Ja, das heißt, wir müssen uns ungefähr, also du musst, wenn ihr als Kabarettist politischer, musst du dir sicher sein, dass du mit deinem Publikum politisch so ungefähr auf einer Linie bist. Ja, gleichzeitig, damit wir uns alle einkuscheln, weißt du, uns alle wohlfühlen miteinander und wissen, dass wir das besser wissen. So, das ist wichtig. Gleichzeitig haben wir jetzt aber auch Spaltung der Gesellschaft. So, und die spiegelt sich wohl mitunter auch im Publikum wieder. Ja, da gibt es die eine Fraktion, ja, die der Meinung ist, dass man viele Dinge nicht mehr sagen darf und möchte aber, dass man die sagt. Ja, weil sonst sind die unzufrieden. Sonst ist es für die keine mutige politische Kabarett, was sich gegen den Mainstream stellt. So. Und dann gibt es die andere Fraktion, die aufpasst wie der Schießhund, ob ich das, wovon die Fraktion wiederum findet, dass man es nicht sagen darf, ob ich das dann trotzdem sage. Und wenn ich es dann sage, dann werde ich in die rechte Ecke gestellt. So, das war mir zu kompliziert. Deshalb würde ich jetzt mal so eine Frage stellen, einfach um die Temperatur hier mal so ein bisschen rauszukitzeln. Ja, können mal alle klatschen, die sich selber noch verändern wollen. Und können jetzt mal bitte alle klatschen, die finden, dass die anderen sich verändern wollen. Ja, einige wussten ja nicht mehr, wo sie stehen. Na gut, aber habe ich jetzt mal so einen Eindruck schon mal. Und dann ist es so, Regel Nummer 2, du musst mindestens einen Politiker jetzt namentlich nennen. Der muss vorkommen. So, jetzt kenne ich die meisten gar nicht. Der einzige Politiker, über den ich früher gerne gesprochen habe, war Robert Habeck. Ja, einmal, weil ich ihn geil finde. Also jetzt nicht politisch. er war aber bevor er Minister wurde. Ja, also da war er doch wirklich so ein Hoffnungsträger. Ja, gerade für uns Frauen. Hör mal, er war doch der neue Mann. Der neue, ehrliche, feministische Mann. Ja, der mit seiner Frau Bücher schreibt, mit seinen Söhnen Fußball spielt, dazwischen noch den Abwasch macht und auch noch das Klima rettet. Ja, und dabei sah er auf eine so ganz unangestrengte und moderne Art und Weise gut aus. So, als ob er es selber gar nicht weiß. Er ist wirklich der einzige Mann auf der ganzen Welt, dem ich jemals geglaubt habe, dass er einen 3-Tage-Bart hat, weil er keine Zeit hatte, sich zu rasieren. Weil er Wichtigeres zu tun hat. Robert! Ja, und dann, weißt du, und dann hat er ja, der war ja der einzige Politiker, der beim Reden den Anschein erwecken konnte, dass er dabei denkt. Ja, und dann hat er so Sachen gesagt. Er hat zum Beispiel diesen Satz gesagt: Ich will es immer gewesen sein. Ja, da ging es um den Afghanistan-Krieg und als wir ja schon mal unsere westlichen Werte da am Hindukusch verteidigt haben und dann war das ja so ein Desaster und plötzlich war keiner schuld. Ja, und da hat Robert gesagt: Ich will es immer gewesen sein. So, und da gehst du doch als Frau in die Knie. Ja, weil man hat es doch nur noch mit Männern zu tun, die nie gewesen sind. Nein, an ihm lag es nicht. Nein, es war immer eine Verkettung von unglücklichen Zufällen. Ja, und Wetter war auch schlecht. Und sie wissen auch nicht, wie sie bei der Frau im Bett da gelandet sind. Nein, wirklich, sie wollten die nur nach Hause bringen, weil es zu gefährlich ist auf der Straße. Und plötzlich liegen sie bei der im Bett im Rücken, sie über ihn, die können nicht gewesen sein. Und dann sagt Robert: Ich
gewesen. Ja, aber das ist ja jetzt alles leider vorbei. Ja, mittlerweile spricht der Mann nur noch von Wärmepumpen. Ich meine Wärmepumpe. Das ist doch ein Begriff aus dem Pflegebereich. Ja, wo zwei Pfleger sagen, sag mal, ist der Herr Schmidt schon verstorben? Ja, der Arme, nee, den haben wir noch mal an die Wärmepumpe. Steigt auf. Von weitem sieht man einen Mann auf einem Fahrrad. Nein, noch besser, auf einem Klapprad. Es ist Robert Habeck. Er trägt einen grünen Parker. Auf dem Rücken einen grünen Rucksack mit drei Panzerhaubitzen. Er schaut ruhig in die Ferne, konzentriert, entschlossen. Ihr radet kein kriegsgeiler Vollidiot, nein! Ihr radet ein Mann, der tut, was getan werden muss. Plötzlich ein weiblicher Klagelaut durchschneidet die Szenerie. Robert bremst. Mit Rücktritt. Und sieht am Wegesrand eine Wöchnerin, die gerade im Begriff ist, ihr Kind zu kriegen. Und Robert sieht mit einem Blick, oh Gott, es wird eine Steißgeburt. Robert steigt behutsam von seinem Rad, nimmt den Rucksack mit den drei Panzerhaubitzen und blickt an den Wegesrand, nähert sich der Frau, krempelt sich die Ärmel hoch, legt seine kühle Hand auf ihre heiße Stirn. Und mit einem Griff rennt er in die Frau hinein. Er dreht das Kind im Mutterleib. Es plutzt auf seinen Unterarm. Er nabelt es ab. Er wickelt es in seinen Parker, der Frau in den Arm. Und warum? Weil er es kann. Applaus
dem Slogan, der hinter ihm eingeblendet wird, in Richtung Kriegsgeschehen. Sei grüner Retter, kein feiger Held. Nee, Moment. Sei grüner Retter!